Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Basisvideo zu den Achsengleichungen. Und zwar haben wir hier schon mal die x-Achse, die wird auch x1-Achse genannt, die y-Achse wird auch x2-Achse genannt und die z-Achse wird auch x3-Achse genannt. Jetzt wollen wir uns das erstmal nochmal wieder vorstellen. Hier haben wir das Koordinatensystem mit der x- bzw. x1-Achse, der y- bzw. x2-Achse und der z- bzw. x3-Achse. So, jetzt gucken wir uns das nochmal ganz genau an. Und zwar ist es jetzt ein dreidimensionales Koordinatensystem, bei dem wir Punkte immer so bezeichnen, dass wir hier die x, da die y und da die z-Koordinate eintragen. Und wenn wir den p-Vektor uns jetzt mal angucken, dann hat der hier eine x-Koordinate, eine y-Koordinate und eine z-Koordinate. Was muss die Geradengleichung für die x-Achse tatsächlich leisten, kann man sagen. Was leistet die denn? Beziehungsweise was muss die für Eigenschaften haben, könnte man auch sagen. Sie muss hier am Ursprung losgehen. Und dann darf sie nur in y-Richtung gehen und nicht in z- und nicht in y-Richtung. Gucken wir uns nochmal eine Geradengleichung an allgemein. G Doppelpunkt x-Vektor ist gleich Ortsvektor plus r mal, beziehungsweise Streckfaktor mal Richtungsvektor. Ortsvektor ist jetzt tatsächlich für die z-, y- und x-Achse immer gleich, denn jede dieser Achsen geht durch den Ursprung. Deswegen kann man hier für den Ortsvektor auch schon gleich 0, 0, 0 reinrumsen. Ja. Und, kann man sich auch gleich merken, wenn irgendeine Gerade, eine Ursprungsgerade ist, das heißt durch den Ursprung geht oder am Ursprung losgeht, kann man diesen Ursprungsvektor auch einfach weglassen. Denn 0 plus irgendwas ist irgendwas. Und das gilt auch für Vektoren. Ja? Wenn man sich Vektoren vorstellt als Wegbeschreibung, dass man sagt, man geht von hier los und geht dann einen im Prinzip einen in y- und einen in z-Richtung, dann kann man auch genauso gut sagen, okay, gehen wir einen in y- und einen in z-Richtung. Oder wenn man sagt, okay, y ist nach Osten und z ist nach Norden, dann geht man, wenn man einen nach da und einen nach da geht, geht man nach Nordosten. Ne? Aber das ist natürlich jetzt eher so für die Seebären. Also hier kommt der Richtungsvektor hin und bei dem Richtungsvektor ist es so, der muss für die x-Achse tatsächlich ja, für z und y oder für y und z 0 ergeben, 0 sein. Ja, also 1, 0, 0 muss die x-Achse sein. R mal 1, 0, 0 ist die x-Achse. G Doppelpunkt x-Vektor ist gleich R mal 1, 0, 0 ist die x-Achse. Und die y-Achse ist dementsprechend G Doppelpunkt x-Vektor ist gleich, nennen wir es ruhig S, damit wir hier einen anderen Streckfaktor haben, aber im Prinzip heißt es das gleiche. Man kann auch R1 und R2 nehmen. Ja, wenn man hier schon mit x1 und x2 sich herumschlägt, also, will ich jetzt gar nicht sagen, abwertend, dass man sich damit herumschlagen muss. Für den manchen ist das hier wichtiger oder relevanter, dass man nicht die Buchstaben wirklich variiert, sondern man sagt, okay, x1, x2, x3 und dann haben wir hier R1, R2, R3. Ja, und um die Parität zu wahren, kann ich das natürlich hier jetzt schlecht bei drei Teilen kann ich das nicht paritätisch teilen. Aber wir sind ja nun hier auch nicht beim paritätischen. Ist egal. Pass auf. Hier 0, 1, 0. Y-Achse, eine 1 beim Y und die anderen beiden 0. Hier G-Doppelpunkt X-Vektor, da darf man natürlich eigentlich auch nicht. G1, G2, G3 ja, ist gleich R3 mal 0, 0, 1. Die X3-Achse hat die Koordinatengleichung G3 Doppelpunkt x-Vektor ist gleich R3 mal 0, 0, 1. Aber wichtig ist tatsächlich, dass hier die 1 steht und die anderen beiden jeweils 0 sind. Ich halte hier nochmal das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen.